Andrea, die wusste gar nicht, ob sie Coach werden würde. Andrea, würdest du ein bisschen erzählen, wo Ja, standest du? das weiß ich jetzt manchmal noch nicht, ob ich es werde. ja, ich finde es einfach so spannend, mein Weg zu beobachten vor einem Jahr und jetzt. Also es ist ja jetzt wirklich gestern mein Jahrestag sozusagen, den Schritt in ein neues Leben mit dem Kongress Mein geheimes Leben gestartet, dann Totally Human und da einfach Schritt für Schritt immer wieder gemerkt, ja, ich fühle es und konnte es aber einfach noch nicht richtig in Worte fassen, was eigentlich so abgeht bei mir. Aber es hat sich einfach unglaublich toll angefühlt. Und dann war halt die nächste Stufe, okay, Ausbildung, ihr habt ja nichts anderes mehr angeboten. Und ja, ich habe einfach gespürt, es ist irgendwie richtig, aber ich hatte keine Ahnung, was ich dann daraus machen soll, weil im August hatte ich fast Panik, wenn ich dachte, ich würde jemanden coachen. Das Und war für kannst mich du jetzt so weit weg. sagen, wie viel dir jetzt du gerade coachst, obwohl du dachtest, null sei, werde Moment, ich habe jetzt fast schon Probleme mit Zählen. es Am Montag hatte ich zwei, am Donnerstag noch eine und am Freitag noch eine Person. Also diese Woche vier, wenn ich die vom letzten Samstag nehme, fünf. Ja, also ich Genau. bin jetzt bei, glaube ich, 9 oder 10. Du hast schon erzählt, wo du hingekommen bist. Von jetzt, das nie im Leben, hin zu leicht in einer Woche vier neue Menschen mit denen zu sein und zu coachen. Was würdest du sagen, war das Wichtigste für dich während der Ausbildung? Ich glaube, das, was ich auch am Anfang für mich gespürt habe, dass ich einfach für mich so viel wie möglich sehen will und entdecken will und möglichst zu mir selbst finden oder einfach noch das Gefühl, das ich schon vorher in Frühling entwickelt hat, einfach vertiefen. Und das hat sich dann auch bestärkt in dem Austausch mit der Gruppe. Und obwohl wir immer mit einem Bildschirm getrennt sind oder waren, hat sich nie so angefühlt. Es war wie immer wie am runden Tisch, wo wir die Hände gehalten haben und zusammen waren. Und ja, ist einfach ein wunderbares Gefühl. Man spürt es schon, wenn Andrea spricht. Und so, ich glaube, wir sind nicht aus einem Wochenende raus, wo wir nicht das Feeling mit uns hatten. So. Also, die Augen blieben Geweint vor selten trocken. Rührung. Genau. Genau. Die Frage kommt, ich kann sie nicht ganz formulieren, aber ich versuche es einfach. Was würdest du jemandem sagen, warum es sich lohnt, diese Ausbildung zu machen? Ich würde sagen, es lohnt sich immer, weil es hat sich für mich so extrem gelohnt. Und ich habe mich angemeldet, obwohl ich eigentlich nicht Coach werden wollte oder nicht dachte, dass ich es sein könnte. Aber es lohnt sich einfach noch für jede einzelne Person selber, weil ich habe so viel für mich entdeckt und gesehen. Und ich hatte noch nie so eine Ausbildung, wo ich das in nur 9 Monaten für mich so weit gekommen bin. Und das ist immer wieder so berührend für mich, was ich da ja für Türen auftun und Fenster auftun. Und es wird einfach, ja, also, dass ich plötzlich Dinge tue, die ich mir niemals zugetraut oder niemals gedacht hätte. Und das ist einfach so schön zu spüren, wie weit es gehen kann. Vielen Dank.